gibt wenige Berufe, die so toll sind wie der des Kochs oder wie irgendwann wie der des Küchenchefs. Diese Branche bietet dann einfach sehr viel. Ob es tolle, spannende Menschen sind, ob es als Gäste, als Mitarbeiter. Es gibt keine Zwänge. Alles liegt irgendwie auch ein bisschen an einem selber. Und mit viel Fleiß und Engagement kann man halt auch mit einem bescheidenen Schulabschluss und eigentlich mangelnden Perspektiven, wie in meinem Fall, vielleicht dann doch auch Großes erreichen. Und mir ist es gelungen und ich glaube, das ist einfach eine Szene und eine Branche, die sehr vielen Leuten sehr viele Türen öffnet. Und ich bin sehr froh, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Ich glaube, jeder, der Björn schon mal getroffen hat, merkt, dass er sehr unkonventionell ist. Das fängt schon bei seiner Art an. Björn ist eine Rampensau, er hat ein riesen Ego und dazu steht er auch. Das Gute für ihn ist, da steckt auch was dahinter. Björn kann auch wirklich sehr gut kochen und diese unkonventionale Art schlägt sich auch auf seiner Karte nieder. Also es ist zwar Sterneniveau, das ist Fine Dining, aber sagt er auch selber, es ist alles Casual. Also Casual Fine Dining ist das Stichwort bei ihm. Wenn man hier mit 8 Leuten irgendwie Junggesellenabschied feiern will und laut ist und säuft und isst, dann ist man genauso gern gesehen wie der Foodie, der irgendwie sich die 7 Gänge reinpfeift mit dem passenden Wein-Pairing oder wer auch immer. Also dieses Thema Schwellenängste und dass wir einfach auch unsere eigene Wahrnehmung nicht so haben wollten, wie andere es halt haben möchten. Und ich glaube, der Unterschied ist da und kommt bei den Gästen sehr gut an. Das Restaurant an diesem Ort ist einfach die Besonderheit, das Golvet. Also diese Aussicht, jeder, der sich hier immer umschaut, hat diesen Blick über den Potsdamer Platz, wenn man hier abends zum Dinner sich trifft. Also der Ort ist total Berlin, genauso wie Björn Swanson.